So, ihr Lieben, dann versuche ich das jetzt mal irgendwie halbwegs verständlich zu machen. Weil ich habe es am Anfang nämlich auch nicht kapiert und irgendwie macht hier ja keiner ein YouTube-Video. Dann versuche ich es jetzt einfach mal. Also, ich habe jetzt so weit alles dran, was da dran muss. Drehe mir den dann um. Nehme mein Innenteil. Tut mir leid, falls die Kamera ein bisschen blöd hängt. Ich musste hier improvisieren. Ich habe keine Halterung im Nähzimmer für sowas. Ja, steck quasi, wenn ich meine Klammern habe, das Rückenteil schön da dran. Ich fange immer oben an, weil ich lasse die Wendeöffnung unten am Boden. Da sieht man sie nachher am wenigsten. Also habe ich zumindest festgestellt. Weiß nicht, könnte er glaube ich halten wie der auf dem Dach. Ja, rundherum feststecken. So. Also ihr seht, ich habe es jetzt an drei Seiten fest und das ist hier unten am Boden komplett offen. Jetzt kommt nämlich der Arschlochteil. Umdrehen den ganzen Krempel. Alles, was ihr da außen habt, muss jetzt quasi nachher in dem Rückenteil liegen. Also hier wirklich die Träger rein, die Klappe rein, alles rein. Dann das Rückenteil vom Außenstoff, auch wieder rechts auf rechts, das habe ich vorhin vergessen dazu zu sagen. Und das dann auch rundherum. Wem das zu kompliziert ist, ich habe es letztes Mal auf zweimal festgenäht. Erst das Innenteil mit der Wendeöffnung und dann das Außenteil komplett. Das war für mich einfacher, aber ich bin auch noch nicht so der Nähprofi. Ich mache das noch nicht so lange mit dem Nähen. Ich mache mir dann immer hier unten erst die Ecke fest. Mache mir dann, wenn ich den Stoff gerade ziehe, dass ich nachher keine Falten habe, nichts mehr verrutscht. Könnte aber, glaube ich, halten wie der auf dem Dach. Das ist jetzt auch keine Garantieanleitung. Das ist einfach nur so, wie ich das halt verstanden habe laut der Anleitung. Und das hat zumindest bei den letzten zwei Rucksäcken wunderbar funktioniert. Das ist ein bisschen ein Frimmel. Das ist ein bisschen frimmelig. Vor allem, weil das nachher in der Mitte ziemlich dick ist mit den ganzen Gurten und allem da drin. Also ihr müsst es da richtig rein stopfen. Genau, Susi sagt es gerade, rein stopfen. Funktionieren. So, jetzt habt ihr das hier quasi wie so ein Sandwich. Und genau deswegen, wegen dem, was ihr hier jetzt gerade seht, habe ich letztes Mal erst den einen und dann den anderen angenäht, weil ich ja den Außenstoff quasi komplett inklusive Boden annähen will, muss. Ich werde es jetzt auch wieder so machen, aber so müsst ihr es quasi stecken und dann rundrum nähen und halt beim Rückenteil, beim Außenteil, das Außenteil am Boden mit festnähen und das Innenteil nicht. Und dann könnt ihr das nachher alles durch diese Öffnung hier unten wenden. Jo, ihr Lieben, ich habe jetzt mein Vorder- und mein Rückteil angenäht. Also meine beiden Rückteile, innen und außen. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Also, innen, außen. Das ist nachher quasi die Seite, die ich sehen möchte, vom Innenteil. Jetzt ist es im Prinzip wie sonst auch. Ihr dreht es jetzt quasi einmal komplett um. Nicht wundern, ich habe überall noch die Fusseln dran, weil ich die Restfäden nicht abgeschnitten habe. Beziehungsweise schon abgeschnitten, aber nicht sauber gemacht. So. Jetzt habt ihr dann quasi mit der Außenseite für euch. Dann Klappe auf. Dann hier nochmal drehen. So. Komplett drehen.
wie ihr seht, habt ihr jetzt quasi den Rucksack. Ne? Außen, hinten, alles schön sauber. Ich kann das mit dem Matratzenstich einfach nicht. Ich bin da zu doof zu. Ich drehe mir den dann nochmal mit der Außenseite, mit der Innenseite nach außen. Klappt den hier ganz knapp um innen an der Wendeöffnung. Ja. Und ich brauche wieder meine Nadel, damit ihr das sehen könnt. Wir hatten ja vorhin das Rückenteil quasi am Boden festgemacht, dass es nicht verrutscht. Und an der Naht klappe ich es immer noch mal ganz knapp um. Natürlich auf beiden Seiten. Und klappe die hier dann so aufeinander. Und also mich stört es im Inneren nachher nicht, wenn man da eine Steppnaht sieht. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich wirklich für diesen unsichtbaren Stich zu doof bin. Ich klappe es hier dann quasi nochmal so rein. Und das hier an der Ecke ist ein bisschen fimmelig. So, und ich... Huch, da fällt er. Ich steppe es dann quasi hier einfach nochmal ab. Dann ist die Wendeöffnung zu. Und dann ist der Rucksack auch schon fertig. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn noch Fragen sind, einfach fragen.